Auf geht's zu Nanivaland. Das wollen wir ja jetzt untersuchen. Und jetzt bin ich gespannt. Wow, ein echter Vergnügungspark mit einem Riesenrad und allem, was dazugehört. Dir ist schon klar, dass wir hier nicht zum Vergnügen sind, oder? Ach, Nelly, sei doch nicht so eine Spielverderberin. Hier kann man sicher eine Menge Spaß haben. Solange, wie wir es in diesem engen Bus ausgehalten haben, haben wir uns auf jeden Fall ein wenig Entspannung verdient. Hey, Mark, meinst du das wirklich ernst? Bin ich die Einzige, die das Ganze ernst nimmt? Hallo! Wir müssen Alice und ihr Hauptquartier finden, schon vergessen? Nicht aufregen, Nelly. Du hast natürlich recht. Aber das ist echt ein großer Park hier. Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir uns aufteilen und getrennt suchen. Das ist eine hervorragende Idee, Mark. So wird es auch Alice schwerfallen, uns zu entdecken. Ihr könnt alle hineingehen, aber wo ihr wollt. Aber passt auf euch auf, Alice könnte hier überall sein. Gut, dann wäre das geklärt. Teilen wir uns auf und finden wir diesen Alias Versteck. Was ist das denn? Oder wer? Irgendein komisches Mädchen wieder. Natürlich sind wir mit Mark unterwegs. Und Siana an. Silvia, folgt mir. Mark? Was gibt's, Silvia? Nun ja, die Sache ist die, ich dachte mir, willst du vielleicht mit mir zusammen suchen? Ah, Tobi, die muss natürlich immer alles vereiteln. Hey Mark, schau dir die Achterbahn da hinten an. Komm, lass uns zusammen damit fahren. Oh, Nelly, du bist auch hier? Würdest du Mark etwa auch fragen, ob er mit dir zusammen durch den Park geht? Was? Nein, ich doch nicht. Mit Mark durch den Park? Der Gedanke allein ist absurd. Alle wollen was von Mark. Auch gut. Menschenschwarm, wie es aussieht. Mark, begleitest du eine rasante Reporterin? Das wird ein Abenteuer. Die unheimlichen Fälle der Celia Hales. Folge 1. Das geheimnisvolle Alien-Hauptquartier. Oh, sieht so aus, als hätten wir alle die gleiche Idee gehabt. Das liegt wohl an deinen ausgezeichneten Charakter, Mark. Natürlich. Celia. Was? Wie meinst du das denn? Naja, wenn du dich mit jemandem zusammentust, dann geht die Suche schneller, nicht wahr? Genau! Außerdem wäre das viel spaßiger. Also los, Mark. Wer soll denn die Glückliche sein? Du hast die Wahl. Also, sobald du dich für eine von uns entschieden hast, sprich diejenige einfach an, ja? Wie wär's mal mit? Denke darüber gut nach, mit wem du gehst. Mit gar keiner? So, ich geh weg. Tschüss! Mark, wir haben nicht den ganzen Tag da. Wenn du dich nicht bald entscheidest, habe ich keine Zeit für die ganzen Attraktionen. Ich will weg. Warte, bild dir bloß nicht ein, dass du ganz allein die entscheidenden Hinweise findest. Das wäre jetzt optimal. Wem würdet ihr wählen? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Mark, glaubst du nicht etwa, dass du vor dieser wichtigen Entscheidung weglaufen kannst? Warum denn nicht? Lass mich doch alle in Ruhe. Nimm die mich denn. Ich denke mal, Nelly. Nein. Zilla, die ist aufgedreht wie Tobi.
Komm, wir nehmen die schüchterne Silvia. Die will, glaube ich, auch was von uns. Also, warum machen wir das nicht so? Willst du mit mir gehen? Nein. Oh, ich verstehe schon. Du kannst jederzeit nochmal fragen, wenn du willst. Bist du ganz sicher, dass du dich, dass ich dich begleiten soll? Nein. Ich will mir erstmal alles anhören. Solltest du deine Meinung später ändern, dann weißt du ja, wo du mich findest. Ja, du stehst ja nicht weit entfernt. Ich schätze mal, du willst mit mir zusammengehen, Mark. Nein. Doch nicht? Wie schade. Wir hätten sicher so viel Spaß zusammen gehabt. Ja, gut, den Spaß kann man verstehen, ne? Aber ich glaube, das ist auch noch zu klein für. Also, erweist du mir die Ehre und fragst mich, dich zu begleiten? Nein. Gut, ich verstehe schon, aber beeile dich mit deiner Entscheidung schnell. Ach komm, wir nehmen sie. Komm, du kommst mit. Willst du mit mir gehen? Ja. Ja? Willst du wirklich? Alles klar, wir finden dieses Alien-Hauptquartier. Suche mit Silvia das Naniva-Land. Aber auch eine schöne Musik im Hintergrund. Wow. Wundervoll. Ah, guck mal. Da sind Bayern und Waldzeit, Scott und... gute Frage. Wie heißt denn der eigentlich? Müsste ich nochmal nachgucken. Na, in der Zeit ist alles ziemlich hektisch geworden, oder? Kaum hatten wir die Football vom Tier gewonnen, taucht auch schon Alias auf. Ich kann mir einfach keinen Reim auf das Ganze machen. Ich weiß genau, was du meinst. Kaum hatten wir Gemini Storm besiegt, taucht plötzlich Epsilon auf. Und als sei das nicht alles schon chaotisch genug, scheint auch noch Ray Dark mit Alice unter einer Decke zu stehen. Genau, und Epsilon ist auch noch viel stärker als Gemini Storm. Nathan hat schon recht. Ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn sie nicht zurückgezogen hätten. Aber wir müssen auf jeden Fall unser Bestes geben. Wir sind die Einzigen, die die Chance haben, die Welt zu retten. Klar, gerade die, die kein Fußball spielen. Das geht mir immer noch nicht so ganz in den Kopf, weißt du? Wer hätte sich jemals vorstellen können, dass es an uns liegen würde, die Welt zu retten? Da hast du recht. Naja, immerhin wird das Leben so niemals langweilig. Ich kann es Alice einfach nicht verzeihen, dass die Fußball in so ein schlechtes Licht drücken. Oder rücken. Dafür wären sie büßen. Genau, also los. Finden wir ihr Hauptquartier und jagen wir diese widerlichen Kerle davon. Wunderbar, schön. So. Das sind Rodas, Nathan. Ich werde gleich mal die Charaktere mal ansprechen. So, 700 Elan-Punkte. Oh, und mal 700 Geld gefunden. Nicht schlecht. Ach, hier ist Silvia, die Reporter. Ja, der Silvia, Silvia ist hier bei uns. Oh mein Gott. So, die Truhe hätte ich fast übersehen. Ein Pfirsich-Armband erhalten. So. Der Spieler. Wie heißt du denn? Jack. Jack Waldzeit. So. Ausstellung. Nein, Inventar. Ausrüstung. Wer von denen hat noch nichts? Du hast noch nichts. Du bekommst Kampfgeist. Und du bekommst Ballkontrolle. Wir brauchen jetzt mal so langsam mal die Armbänder. Die sollte ich. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Aber das probieren wir so einfach mal aus. Hallo und herzlich willkommen in Naniva-Land. Wir hoffen, euch gefallen unsere Attraktionen. Ich denke mal. So, was machen die beiden hier? Jetzt, wo wir in den Vergnügungspark sind, sollten wir uns auch ein bisschen vergnügen. Endlich spricht erstmal einer aus. Hey, warte einen Moment. Ist das nicht die meine Geldbörse? Sei doch nicht so, Waldzeit.
Wie gesagt, wie sagt man so schön, Reichtum allein macht nicht glücklich. Was soll ich zuerst kaufen? Hey, was stimmt denn nicht mit dir, Scotty? Gib mir mein Geld zurück. Ja, die streiten sich. Auch gut. Da vorne gibt es ein Riesenrad. Da hängen die ganzen coolen Kids herum. Aha. Das sollte ich mir mal anschauen. Ich bin von weit her gekommen, um mich hier im Naniva-Land zu amüsieren. Und jetzt kann ich mich vor lauter Leuten kaum bewegen. Ah, natürlich. Oh, guck dir mal, wie voll das hier gerade ist. Aha. Also, Mason. Hey, Mark, sag mal deine ehrliche Meinung. Glaubst du wirklich, dass wir gegen Alice eine Chance haben? Ich glaube nicht nur. Ich weiß es ganz genau, dass wir eine Chance haben. Komm schon, Mason, Kopf hoch. Na gut, ein bisschen anders vorgelesen. Ich glaube nicht daran, dass wir gewinnen können, nicht in unserem momentanen Zustand. Ich hätte einfach gerne mehr Selbstvertrauen, genug Selbstvertrauen, um es mit Alice aufzunehmen. Ach, Mason, das wird schon. Wir müssen einfach hart genug trainieren und dürfen niemals verzweifeln. Wenn wir die Ärmel hochkrempeln und unser Bestes geben, dann ist der Sieg unser. Da bin ich mir ganz sicher. Sieg? Ist schon eine Weile her, dass ich dieses Wort überhaupt gehört habe. Weißt du, Mark, ich bewundere deine positive Einstellung, deine Überzeugung, deine Siegermentalität. Aber ich muss ehrlich zu dir sein. Es gibt Zeiten, in denen mir alles über den Kopf wächst. Och ja, ich denke mal, wir werden alles packen. Diese sogenannten Riesentintenfischringe sind gar nicht so riesig. Ich glaube, die wollen uns über den Tisch ziehen. So, was kann ich hier was kaufen? Kommt und holt sie euch. Nur hier gibt es sie. Die originalen Oktopus-Häppchen. Oder Happen. Nirgendwo sonst sind sie so frisch und lecker. Original Oktopus-Häppchen? Die wollte ich schon immer probieren. Dann würde ich sagen, dass das jetzt deine Chance ist. Wir hätten gerne welche. Na, du bist ein echter Glückspilz. Mit so einer hübschen jungen Dame an deiner Seite. Huch, was? Nein, das ist ein Missverständnis. Ha, junge Liebe, ich erinnere mich noch genau daran. Hier, ich gebe euch eine Portion umsonst, ihr Turteltäubchen. Ja, Zwinker, wie soll ich denn jetzt einen Zwinker machen? Ich habe ja keine Facecam. Auch gut, ne? Katsching! Wow, vielen Dank! Mark, findest du, dass es so wirkt, als hätten wir ein Date? Entschuldigung, hast du irgendwas gesagt? Diese Oktopus hatten so echt lecker! Ja! Er frisst erstmal wie ein Schwein. Also sie will was von ihm und er ignoriert alles. Sehe ich nur das so oder stimmt in letzter Zeit etwas mit Frozen nicht? Stimmt. Das bereitet mir auch ein bisschen Sorgen. Sollen wir mal zu ihm hingehen? Gute Idee. Er sprach vorhin davon, dass er zum Riesenrad gehen will. Zum Riesenrad, da müssen wir in Richtung Osten. Lass uns mal nachschauen, ob wir ihn dort finden können. Ja, ja, ja. Alles. Hallo, ich wollte noch. Nein, was soll das? Ich war noch nicht fertig. Oh, schau nur diese Brosche an. Sie ist wunderschön. Man kann sie anscheinend an diese Wurfbürde gewinnen. Gewinne, gewinne, gewinne und noch mehr Gewinne. Wirf alle Dosen um, hol dir den Hauptpreis und fühl dich wieder König von Naniva-Land. Sag nicht so schüchtern, Junge. Gewinn eine hübsche Brosche für die hübsche Freundin. Ach, für deine hübsche Freundin. Freundin? Alles klar, ich versuche es mal. Oh Mann, das ist doch nicht nötig.
Lass mich nur machen, Silvia. Dosenwerfen ist genau mein Ding. Und jetzt pass mal gut auf. Bam! Alle Dosen aufgeräumt. Ein sensationaler Wurf, einen Hauch raus für den jungen Mann. Bitte schön, junge Dame. Ziemlich guter Wurf, oder? Vielen, vielen Dank. Sie wird mir immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Das sind zwei Treffer. Gehen wir nach Osten, um nach Frost zu sehen. Nein, gehen wir erstmal nicht, denn wir haben noch eine Person, die wir noch nicht angesprochen haben. Gut, die steht da noch da. Ach, das ist gar nicht Silver, die sieht so gleich aus. Oh nein, ich habe mich völlig verlaufen. Auf einem runden Platz habe ich mich verlaufen. Versteht ihr? Auf einem runden Platz. Okay, lassen wir das. So, was erzählst du? Hey, was sind die, was sind das eigentlich für gruselige Geräusche in dieser Zeit? Hört sich an, als ob sie aus dem Untergrund kommen. Aha. Erst macht es Knall, dann macht es Boing und dann Peng und dann Krach und dann... Schäfer. Wie hört sich Schäfer an? Hört sich an, als ob ein Verrückter an etwas herumschraubt, unterirdisch. Überirdisch. Gruselige Geräusche? Ob sie wohl etwas mit Alice zu tun haben? Ja, ja. Das haben wir schon. Lass mich mal bitte hier hinter. Ohne Truhe. Ich habe seltsame Gerüche aus dieser Geisterbahn gehört. Dabei sollten sie eigentlich geschlossen sein. Vielleicht ist es ist da ein echter Geist drin, ne? Ah, ich will mit dir reden. Ist das die Geisterbahn? Sie ist schon seit Jahren geschlossen. Das ist irgendwie seltsam, oder? Allerdings, wie komme ich jetzt dahin? Hallo, ich will da zu dieser Truhe hin. Komme ich hier irgendwo vorbei? Ah, vielleicht von der anderen Seite. Mal schauen. Ah, hier, Sharp und Celia. Hier, das ist Celia mit der Brille. Und da ist Tom. So. Ich verstehe die Leute einfach nicht, die in einer Achterbahn rumschreien, als hätten sie Angst. Naja, das müssen solche Leute sein, die sich immer heimlich über alles beklagen. Besuchen wir mal, da haben wir Sharp und Dingens, hier haben wir Frost. Hier haben wir noch einen Typen, da haben wir eine Truhe, die ich fast übersehen hätte. Einleitung für Erzbeben. Sie sah grün aus, also ist es eine Verteidigung. Auch bestimmt geil. So, Riesenrad, aber ich will das mal zur Kiste. Hyperriegel erhalten. Uiuiui. Ich glaube, ihr macht mir heute einen Antrag auf den Riesenrad. Ich bin so nervös. Heute mache ich ihr einen Antrag auf den Riesenrad. Ich bin so nervös. Okay, dann mach du mal deinen Antrag. Füll mal alles bitte aus. Ja, nein, vielleicht. Mal gucken, was sie dazu sagt. So, erstmal die beiden. Ich habe gehört, dass Sanford und King noch eine Weile in der Motorfarm liegen werden. Die Ärzte haben gesagt, dass sie Glück hatten, überhaupt noch am Leben zu sein. Ist das wahr? Waren die Verletzungen wirklich so schlimm? Mark, manchmal glaube ich das. Vielleicht hätte ich die Royal Academy niemals verlassen sollen. Das ist schrecklich, meine Pflicht des Captains. Es ist schließlich die Pflicht des Captains. Wenn ich bei der Royal Academy geblieben wäre, dann wären die beiden vielleicht niemals von Wade Duck entführt worden. Das bringt doch nicht Sharp. Alice und Doug sind an allem schuld. Sei verflucht, Doug. Er hat mir gesagt, dass ich mein Meister, dass ich sein Meisterstück sei, seine größte Kreation. Er zog mich auf, kümmerte sich um mich und sobald ich laufen konnte, brachte er mir das Fußballspielen bei. Aber jetzt sind die Zeiten vorüber, in denen ich seine Marionette war. Zumindest habe ich geglaubt, ich sei es nicht mehr.
Sharp, hör mal zu. Du bist keine Marionette. Du bist auch nicht Darks Kreation. Du bist ein Teil unserer Mannschaft, unser Freund. Danke, Captain. Sobald Samford und King sich wieder vollständig erholt haben, spielen wir eine Runde Fußball mit ihnen. Dann besiegen wir Ares und können endlich wieder Frieden mit all unseren Freunden spielen. Du wirst schon sehen. Danke, Mark. Ich habe... das habe ich gebraucht. Ich werde dann mich mal nach Hinweisen zu Alice Versteck suchen. Das ist die richtige Entscheidung, Sharp. Okay. Celia. Wir haben jeden Zentimeter des Parks durchsucht und sind dem Ziel kein Stück näher gekommen. Niemand hat gesagt, dass es so leicht werden würde. Wenn man es so einfach finden würde, dann wäre es schließlich kein Versteck. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Hey, was hältst du denn davon? Wie wär's, wenn wir einfach den ganzen Park in die Luft jagen? Kaboom! Celia, was ist denn hier in dich gefahren? Hast du den Verstand verloren? Du musst doch nicht gleich alles so ernst nehmen, was ich sage. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Solche Scherze rauben mir wirklich den letzten Nerv. Ich fasse das als ein Kompliment auf. So, jetzt ist nur noch Tori dran. Meine Güte, schau dir das mal an, wenn die Achterbahn so schnell fährt, dann entgleist sie noch. Ich würde so gerne aufspringen und den Nervenkitzel spüren. Leider haben wir Wichtiges zu tun. Vielleicht kannst du da irgendwann mit Herrn Smith zurückkehren und die Achterbahn läuft schließlich nicht weg. Smith? Das muss ein Scherz sein. Er hätte viel zu viel Angst. Er sieht zwar knallhart aus, aber in Wirklichkeit ist er ein ziemlicher Angsthase. Wie wär's, wenn wir Achterbahn fahren, sobald wir Alice gezeigt haben, wo der Hammer hängt, einverstanden? Ich geh weg. Mein Gott, überall sind die blöden Bäume. Oh, Sommer. Das ist doch nicht normal. So, jetzt muss ich doch irgendwie mal, aber ich will einen Kurs noch dahinter. Wie komme ich an diese Kiste dran? Egal. Wir sprechen erstmal mit Frost.